Und hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Neue Bände sind im Arkaneum immer willkommen. Ich nehme, was ich kriegen kann. Okay. Und wir haben ja hier mit diesen Büchern eine neue Quest bekommen, die wir auch sofort ausführen werden. Aber erstmal gucken wir hier ein bisschen, was hier sozusagen hier rum liegt. Vielleicht können wir da ein bisschen mit helfen oder irgendwie unsere sozusagen. Was denkt ihr, was ihr da macht? Oh, ich hab's genommen, ne? Scheiße. Halt, Dieb! Die Stadt der Steine entfernt. Ja, ist ja gut. Ich wollte es nicht stehlen. Ich wollte es zurücklegen. Nicht dabei erwischen, wie er mit einem dieser Bücher sorglos umgeht, ist das klar. Hunderte von Jahren sind in die Zusammenstellung dieser Sammlung geflossen. Sie bleibt so makellos, wie sie jetzt ist. Verstanden? Ja, natürlich. Ein Magier ist nur so gut wie sein Wissen. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass so viel Wissen wie nur möglich verfügbar ist. Wir verwalten diese Sammlung nun schon seit der zweiten Ära. Seither kamen und gingen manche Bücher. Doch die Sammlung ist größtenteils intakt. Gut. Habt ihr was zu verkaufen? Ich habe ein paar Dinge herumliegen, bei denen es sich nicht lohnte, sie in die Sammlung aufzunehmen. Ihr könnt sie durchsehen. Cool. Ja. Alduin ist echt. Eine Bilanz. Gut. Nehmen wir mal die mit. Und gucken mal, was da drinne steht. Also, Alduin ist echt. Wow. Nichts. Und eine Bilanz. Na, wo steht es, eine Bilanz? Da. Lesen. Nichts. Schade, schade, schade. Okay, dann machen wir mal unsere. Mission weiter. Bin aber gerade ziemlich verwirrt wegen dieser Stimme. Naja, Halle der Elemente. Dort gehen wir jetzt scheinbar hin. Ich glaube, an der Akademie ist es Zeit für einen Führungswechsel. Oh, wo kam die plötzlich hin? Das sind Lügen. Alles Lügen. Mir ist es egal, was sie euch gesagt hat. Es sind alles Lügen. Von wem spricht sie? Faralda. Tut nicht so, als hätte sie nichts gesagt. Ich kenne sie. Ich weiß, was sie im Schilde führt. Was ich für ein Problem mit ihr habe, sie hat ein Problem mit mir. Sie fühlt sich durch mich bedroht. Durch mein Können als Zauberin. Durch meine Eleganz und Haltung. Durch mein überlegenes, gutes Aussehen. Aber sie wird mich nicht unterkriegen, oh nein. Das lasse ich einfach gar nicht an mich heran. Das will sie doch nur. Sie versucht, mein Selbstvertrauen zu untergraben und mich in Selbstzweifel zu stürzen. Nun, das wird nicht funktionieren, das sage ich euch. Okay. Die also klingt, gut? Die klingt wie eine dieser C-Promis oder irgendwie sowas, die dann denken, sie. Naja. Sie stehen im Mittelpunkt der Gesellschaft, genau. Irgendwie so wie mitten irgendwelche Nachmittagssendungen oder sowas im Fernsehen auf. Keine Ahnung was. Ich habe seit einem halben Jahr kein Fernsehen mehr geguckt. Also ich weiß nicht mehr genau so, was da so drinnen läuft. Achso.
Ja, ich nehme diesmal... Wenn ihr an einem Experiment arbeitet, räumt bitte hinter euch auf. Okay, die Frau gefällt mir nicht. Willkommen an der Akademie. Die gefällt mir schon besser. Muss ich ehrlich sagen. Wie überall kommt es nur darauf an, wen ihr kennt. Zu eurem Glück kennt ihr mich. Okay. Und wir müssen scheinbar da runter. Gut. Ich wollte noch sagen, dass ich heute etwas früher aufnehme als sonst. Ich nehme jetzt nämlich schon um... Oh, da kann ich nicht durch. Also muss ich hier tatsächlich runterlaufen. Das wird eine Lauffolge, juhu. Ich nehme halt etwas früher auf, weil ich... Weniger Leistung, da möchte ich nicht hin. Weil ich Zeit dafür habe. Und das bedeutet, wir können, ja, früher aufnehmen. Ach, das was ist auch Fabel kommen da. Mag, die Akademie wird es überstehen. Ich glaube, an der Akademie ist es Zeit für einen Führungswechsel. Die ruhmreichen Tage von Winterfeste mögen vorbei sein, aber die Akademie besteht immer noch. Okay, wieso hat die jetzt gesagt, es wird Zeit für einen Führungswechsel? Mirabelle wird auf euch warten. Die steht schon wieder da. Boah, die ist mir so nicht geheuer. Auf jeden Fall, ich nehme etwas früher auf diesmal, weil ich Zeit habe. Sonst ist es immer so 12, 1, 3. Jetzt haben wir erst... Wir haben fast erst 10. Cool. Habe ich ja richtig viel Zeit. Was haben wir denn hier? Okay, nichts. Na? Dann würde es mal Zeit... ...da hinten hinzugehen. Und zu gucken, was es mit den Büchern auf sich hat. Würde ich mal sagen. Ich weiß allerdings nicht, ob das hier der optimale Weg ist. Markierten Ort. Anders kann ich den nicht markieren. Okay. Das finde ich irgendwie komisch. Also ich muss ganz bis zum Ende. Okay. Ja. Au, au. Was war denn? Okay, wenn ich jetzt da runterspringe, bin ich dann tot? Ja, nein. Boah, ich sehe hier gar nichts. Oh, und das Wasser ist wahrscheinlich auch schon so kalt, dass ich nicht sehen kann. Okay, und sofort schlinge ich meine ganze Magie. Habe ich denn zumindest noch was anderes an Magie, was ich benutzen könnte? Funken. 8 Punkte Schaden. Brennende Ziele. Ich finde ja das am besten. Dann versuchen wir es mal ein bisschen so, denn wir sind ja jetzt in der Feuer... Nicht in der Feuerakademie, sondern wir arbeiten jetzt im... Wie kommen wir da hin? Wir arbeiten jetzt im Sinne der Akademie. Deshalb müssten wir uns auch so kleiden. So. Zoomen kann ich irgendwie nicht weiter. Das ist irgendwie saukomisch. Wie soll ich da hoch? Also hier kann ich rüber. Das sollte ich vielleicht mal machen. Ich glaube auch, dass mein... Oh. Na, nein, okay, meine Gesundheit geht nicht runter, wenn ich im Wasser schwimme. Was irgendwie komisch war, weil das letzte Mal das schon so war.
So. Ja. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Okay. Ja. Auf jeden Fall nehme ich, ja, ich nehme wie gesagt früher auf. Ich weiß noch nicht, ob es dann auch ein bisschen längere Aufnahmesession wird. Wer weiß. Wir haben jetzt schon sowieso schon 10 Minuten. Ich glaube, da muss ich entlang. Oh, das hört sich nicht gut an. Dann sprinten wir mal ein bisschen. Boah, ist das eine Epileptiker-Dingsbums. Das ist ja schlimm. Ja. Warum ich nicht früher aufgenommen habe? Schneefuchs! Stirb! Ich habe noch kein Schneefuchsfell. Wo ist der hin? Wow! Dickes Walross. Nichts für mich. Ne, ich habe vorher noch einen Podcast gehört. Ich habe einen Podcast tatsächlich, den ich gerne höre. Oh oh, noch 2 Stück. Und das ist Alternativlos. Der ist sehr, sehr gut. Also finde ich. Ich glaube, da müssen wir hin, zu Septimus Außenposten. Auf jeden Fall, der Podcast dreht sich halt um alle möglichen politischen relevanten Themen. Auch wenn es jetzt auf Anhieb nicht so spannend klingt, macht es sehr Spaß, sehr viel Spaß, ihn zu hören. Muss ich ehrlich sagen. Okay, der Septimus ist mir scheinbar freundlich gesinnt. Ist schon mal schön. Dann lege ich mir meine Sachen weg und begegne ihn auch so freundlich. Grabt, Dwemer, in der Anderwelt. Ich werde eure verlorenen Geheimnisse lüften und mich in eure Tiefen emporschwingen. Als okay. Das oberste Stockwerk gebaut wurde, konnten keine weiteren hinzugefügt werden. Es war und ist die höchste Spitze. Ich verstehe ihn nicht. Die Schriftrollen der Alten, in der Tat. Die Kaiserlichen haben sich mit ihnen davongemacht. Das glauben sie zumindest mit jenen, die sie sahen. Mit jenen, die sie zu sehen glaubten. Ich kenne eine davon. Vergessen ist sie. Isoliert. Doch dorthin kann ich mich nicht begeben. Nicht der arme Septimus, denn ich bin darüber hinausgewachsen. Ja, alles in Ordnung. Oh, ich bin wohlauf und werde wohl wohlauf sein. Dem Willen dieser Wände zum Wohlgefallen. Der gefällt mir überhaupt nicht. Hier. Nun hier. Das heißt auf dieser Ebene. Mundus, Tamriel. In der Nähe, relativ gesehen. In kosmologischen Maßstäben betrachtet, ist alles in der Nähe. Eine Hand wäscht die andere. Septimus gibt euch, was ihr wollt, aber ihr müsst ihm dafür etwas bringen. Okay. Seht dieses Meisterwerk der Dwemer und ihre größten Geheimnisse tief darinnen. Septimus ist ein kluger Mensch. Doch im Vergleich mit dem dümmsten aller Dwemer ist er nichts als ein zurückgebliebenes Kind.
Zum Glück haben sie ihre eigene Methode hinterlassen, die Schriftrollen der Alten zu lesen. In den Tiefen von Schwarzweite liegt solch ein Objekt verborgen. Habt ihr von Schwarzweite gehört? Dort, wo Dwemer-Städte ihren Schlaf genießen, ragt die Spitze sehnsuchtsvoll und birgt geheimes Wissen. Wo liegt Schwarzweite? Tief unten, an entlegener Stelle, in des dunklen Mark, im Schutz verborgener Helle, beim Turm von dem Sarg. Alfdant, der Ort des Durchbruchs, des ersten Eindringens, der Erschließung. Steigt ins tiefste Tief hinunter, Schwarzweite liegt sogleich darunter. Doch nicht jeder kann diesen Ort betreten. Niemand außer Septimus kennt den verborgenen Schlüssel. Nur mit diesem kann's gelingen, das Schloss zu öffnen, um unter den Todesfels zu springen. Okay. Zwei Dinge habe ich für euch. Zwei Formen. Eine kantig, eine rund. Die runde Form dient zum Stimmen. Die Musik der Dwemer ist leise und subtil. Sie wird benötigt, um ihre raffiniertesten Tore zu öffnen. Das kantige Lexikon dient der Beschriftung. Für uns ist es nur ein Stück Metall, für die Dwemer eine ganze Bibliothek des Wissens. Doch leider leer. Findet M'Sarg und seine Himmelskuppel. Die Apparaturen dort werden die Schriftrolle lesen und den Würfel mit dem Wissen füllen. Vertraut Septimus. Er weiß, dass ihr es wissen könnt. Okay. Ja. Was ist... Die tiefsten Türen der Dwemer lauschen dem Gesang. Sie spielt diejenigen Noten, die der Öffnung dienen. Hört ihr es denn nicht? Ist es zu leise für eure Ohren? Gut. Ein Blick auf die Welt im Inneren einer Schriftrolle der Alten kann die Augen schädigen. Oder auch den Verstand, wie im Falle von Septimus. Die Dwemer fanden ein Hintertürchen, so wie immer, um das Wissen zu fokussieren, heraus und hinein, ohne Schaden anzurichten. Legt das Lexikon in ihre Vorrichtung und lenkt den Fokus der Kenntnisse dort hinein. Erglüht es dann in hellem Schein, so bringt es zurück, auf das Septimus von neuem lesen möge. Okay, jetzt wissen wir, warum er so bescheuert ist. Seht ihr nach links, blickt ihr in eine Richtung. Seht ihr nach rechts, blickt ihr in die andere. Doch keine davon wiegt schwerer als das Gegenstück. Doch die Schriftrollen der Alten... Im Strom der Zeit blicken sie nach links und rechts. Zukunft und Vergangenheit sind eins. Manchmal blicken sie gar nach oben. Was sie dann wohl sehen? Was wäre, wenn sie untertauchen? Oh, dann beginnt der Wahnsinn. Die tiefsten Türen der Dwemer lauschen dem Gesang. Ohoho, wie achtsam, wie schlau es ist, Septimus zu fragen. Diese Dwemer-Schatulle, betrachtet sie und rätselt. In ihrem Inneren ist das Herz einer Gottheit, euer Herz. Und meines. Doch es wurde versteckt. Nicht von den Zwergen, wisst ihr.
Die waren bereits fort. Es war jemand anderer. Unbemerkt. Unbekannt. Er fand das Herz und dann mit einem Gespür für Ironie bediente er sich zwergischer Tricks, um es wegzusperren. Die Schriftrolle gewährt die tiefe Sicht, die zum Aufsperren notwendig ist. Denn nicht einmal die stärksten Machenschaften der Dwemer können der allumfassenden Sicht trotzen, die eine Schriftrolle der Alten verleiht. Gut, nach diesem, aufschlussreichen Gespräch, bedanke ich mich für Dwemer heute. In der Anderwelt. Bis zum nächsten Mal. Ich werde eure verlorenen Geheimnisse lüften.